Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, in der letzten Folge haben wir mit der Witwe gesprochen, die eigentlich hier gesessen hat. Und normalerweise hätte sie uns jetzt eine neue Aufgabe gegeben. Die steht hier auch drin, aber die darf ich nicht verfolgen, oder was? Warum darf ich die nicht verfolgen? Dogans Anwesen liegt östlich vom Gehöft der Witwe. Nicht weit östlich vom Gehöft der Witwe gibt es einen Ort. Dogans Gehöft, bla bla bla. Ja, östlich auf der Karte nehme ich mal an, oder? Das heißt quasi meine Blickrichtung links. Wenn ich Richtung Wasser gehe. Ach so, das ist bestimmt das hier, oder? Nee, das ist der Stall. Ich kann es wieder nicht vernünftig Was ist? anvisieren. So, Moment. Wasser müsste eigentlich in der Richtung sein. Ist es aber nicht. Was ist denn hier mit dem. Moment, Moment, Moment. Haben wir den schon freigelegt? Der hier wahrscheinlich, ne? Da muss ich mich auch gleich noch drum kümmern, damit wir dann auch wieder hier zurückkommen. Genau, hier ist das Wasser. Das Wasser wäre quasi auf der Karte östlich. Das meinen die aber wahrscheinlich nicht, weil hier bin ich jetzt schon beim Stall. Deswegen gucke ich mal, ob wir auf der anderen Seite noch was finden. Das wäre dann im Westen auf der Karte, aber ja, diese komischen Angaben, die sind ja manchmal ein bisschen, ne? Da hinten ist es am Brennen. Das war doch das, wo ich eben war, oder nicht? Palmenhaus. Bist du das Gehöft? Nee. Aber das sind doch auch Wachen, oder? Ja, das sind einfach nur Leute, die. Obwohl, doch hier unten, das sind Wachen. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob das jetzt damit gemeint ist oder nicht. Ich werde mal mich noch mal ein bisschen umschauen. Da sind wir eben gewesen. Genau, das war nämlich so verbrannt. Ich werde mich noch mal ein bisschen umschauen und wenn ich dann wirklich definitiv herausgefunden habe, wo es ist, weil der Adler zeigt mir irgendwie scheinbar gar nichts momentan, dann ja, hole ich euch gleich wieder hinzu. Also ein Gehöft habe ich noch nicht gefunden, aber hier scheint irgendwie eine Tierzucht zu sein. Hier laufen zigtausend Strauße rum und da hinten waren ganz viele schwarze Schafe gerade. Das finde ich schon cool. Und ich habe es gefunden, Dogans Gehöft. Ich frage mich nur, warum ich jetzt da keinen Hinweis mehr bekomme, weil die hat doch von Dogans Gehöft gesprochen. Oh, geh doch einfach da drauf. Dogans Anwesen, genau. Auf diesem Gehöft verhört Dogan Bin Aslan, der Jäger der aufständischen Sklaven, die er für Aufständische hält. Ja, also es ist auf jeden Fall hier. Dogans Gehöft ist gerade frei geworden. Hier dieser große Teil, der so überhaupt nicht östlich von dem Teil liegt, wo wir vorhin waren. Hier waren wir nämlich vorhin. Ja gut, Dora liegt schon, ja, grob östlich. Ja, wobei östlich ja streng genommen hier im Wasser gewesen wäre oder halt eben hier oben. Aber wir wollen mal nicht so kleinlich sein. Die Frage ist jetzt nur, wie viele Wachen gibt es hier? Und finden wir hier irgendwelche Hinweise? Da ist abgeschlossen. Gerade lief hier noch jemand rum, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Wo ist der denn jetzt hin? Ach, da ist er hin. Na komm. Du liefst doch gerade noch hier vorne rum. Da ist noch ein Bogenschütze. Da ist noch einer. Und da kommt ein Esel die Treppe runter. Ja, kein Thema. Wo kam Komm das her. denn her?
Komm her. Komm her, guten nach. Was ist denn? Ernsthaft? Ist das dein fucking Ernst, dass er genau in dem Moment, wo der das Messer nach ihm wirft, hinter diese Scheißmauer geht? Boah, ey. Ja, geh bloß nicht nach oben, nach unten, kein Thema. Das Problem ist, wenn ich jetzt dahin gehe, der ist natürlich jetzt aufgebracht, das kann ich jetzt vergessen. Das ist schön, ich habe eine Kernherausforderung geschafft, wahrscheinlich 3 Stunden im Busch sitzen oder so. Das würde ich auf jeden Fall hinkriegen als Kernherausforderung. Was? Was? Den kann er schon gar nicht anvisieren. Das Problem ist, der wird auch nicht getriggert, wenn ich pfeife. Der geht dann schon mal nach hinten, aber da kommt jetzt sonst kein anderer mehr hier raus, oder? Ja, meine Wäsche ist auch fertig, wie ihr gerade gehört habt. Da muss ich mich dann allerdings später drum kümmern. So, Moment, der kommt jetzt erstmal zurück. Ich probiere das jetzt einmal. Oh ne, hier unten ist auch noch einer. Das sind normale Leute da unten, oder? Wobei, wenn die mich sehen, wäre auch nicht so dolle. Sind aber auf jeden Fall keine Wachen. Komm, 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 komm. Noch ein Stückchen, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Hey! Ja! Schön. Das ist die große Frage, wie machen wir das mit dem Typen da oben? Ich weiß, der kommt gleich auch nach hier und guckt. Deswegen will ich jetzt nicht da oben ranhangeln, weil sonst sieht er mich nämlich wieder. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Junge, beweg dich doch mal. Mir jetzt zu lang gedauert. So. Hier haben wir noch was zum Einsammeln. Und eine Sache hat er nicht mitgenommen. So. Frage ist jetzt unter mir. Ist da auch noch eine Wache, die da irgendwie rauskommt? Ich habe nämlich nichts mehr gesehen. Und die Tür ist einfach offen oder was? Oh, lass mich raten. Es gibt keinen unterirdischen Tunnel, ich wollte gerade schon sagen. Hier ist ein Chest, aber. Leute, hier sollten eigentlich Leute verhört werden und alles. Das ist doch sein Gehöft. Es ist jetzt mehr als komisch. Hallo, entriegelst du die auch mal? Hallo. Du sollst nicht tanzen, du sollst die Tür entriegeln. Da ist der Wagen. Da oben ist auch noch irgendwas, aber ich glaube nichts zum... Wann das? Achso, nee, das war hier nur... Okay. Ja, hat uns ja jetzt nicht allzu viel gebracht, dass wir hier an seinem Gehöft waren. Ich habe jetzt aber auch keine Geheimtür und nichts gesehen. Ganz Gehöft. Da unten ist noch was, wo wir noch mal gucken könnten vielleicht. Aber ansonsten... Also hier ist ja nichts großartig. Nee, das ist aber auch das, was hier vorne... Oder? Nee, das ist das da hinten, glaube ich. Das Anwesen. Ich bin mir nicht sicher.
Ja, aber sonst sehe ich jetzt hier auch nichts mehr. Und von dem Anwesen kam ich, meine ich, gerade. So, hier ist erstmal keine Sperrzone mehr. Genau, von dem Anwesen da hinten kam ich gerade. Allerdings hat er mir da... Ja gut, da hat er mir das mit dem Gehöft noch nicht offenbart. Ich denke mal, dass wir vielleicht hier rein müssen. Aua! Was ist das für eine Kuh? Haut mich hier einfach weg. Weil wir haben nämlich hier direkt Sperrgebiet, sobald wir hier hinkommen zur Treppe. Hatten wir zumindest eben. Ja, kriegen wir jetzt auch wieder. Da oben sitzt eine Wache, da sind zwei. Ich schau mal einfach, ob ich hier noch irgendwie was finden kann. Es wäre doch gelacht. Ich muss nur einen guten Buschposition haben. Ja, sehr schön. Was geht da vor? Hier geht gar nichts vor. Komm einfach in den Busch. Hier ist gut munkeln. Ja, komm. Ja, zieh ruhig die Waffe. Kein Thema. Komm rüber. Gib doch extra einen Keks. Nicht? Alter, ernsthaft. Oh, das ist nicht deren Ernst. Das ist nicht deren Ernst. Der guckt nicht hinter sich. Ich hoffe, dass da jetzt kein weiterer mehr ist. Weil den müssen wir auf jeden Fall erwischen, wenn er dann nach links rüber geht. In der Hoffnung, dass der da alleine ist. Und dann können wir vielleicht den anderen erledigen. Nein. Obwohl, eigentlich dürfte der mich nicht sehen, wenn ich hier unten rumklettere. Oh ja, geh doch da runter, Mann. Deine Stunde ist gekommen. Wow. Seit wann kann ich so geil an denen von der Seite rumlaufen? Das haben die sonst nicht hinbekommen. Aber gut. Nein, du sollst... Guck mal, geht's noch? Ich hoffe, der... Die Typen sehen mich jetzt hier nicht. Nein, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. La 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 la. Genau, keine Zeit, sich aufzuregen. So, die Frage ist jetzt, den da oben, können wir den hier rüber machen? Da unten sind wieder andere. Komme ich da hoch, ohne dass die mich sehen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Der läuft da rum. Der irritiert mich hier so ein bisschen. Was geht da vor? Gar nichts, gar nichts. So, ich habe dann auch gerade festgestellt, dass wir hier wieder außerhalb vom Sperrbezirk sind, zumindest teilweise. Der sieht mich jetzt da hinten, ne? Aber ich musste doch unbedingt diese Truhe hier noch plündern. Du hast aber nichts gesagt. Das war mal ein positiver Kerl hier. So, da oben sehe ich jetzt gerade nichts. Kann ich mich hier im Busch verstecken? Nicht wirklich. Da muss ich irgendwie... wieder hoch. Und
Eigentlich muss ich da hochklettern. Die Frage ist halt, sieht mich da jemand und komme ich da überhaupt hoch? Okay, hier komme ich auf jeden Fall schon mal hoch. Das ist gut. Ja, springen, springen, springen. So. Aber ich sehe auch hier, ehrlich gesagt, nichts, was ich brauche. Ja, ich würde dich jetzt streicheln. Tut mir leid. Hoffentlich werden wir morgen wieder am Big Elbasar postiert. Ich hab gegen einen. Ich bedarf deine Augen, Sadiki. Ja, was ich halt nicht verstehe, ich habe diese Quest. Hier steht halt Dogens Gehöft. Da haben wir schon alle erledigt. Da habe ich aber auch keine Hinweise gefunden. Das Einzige, was ich noch machen könnte, wäre vielleicht davor mal zu gucken. Aber diese kleinen Baräckchen da, ich weiß es nicht. Und dieses Anwesen sah jetzt für mich prädestiniert danach aus, weil da halt auch viele Wachen sind. Und das auch hier direkt in der gleichen Umgebung ist. Und es steht nichts anderes drin. Na gut, ist ein bisschen weiter weg von Dogens Gehöft, ne? Ist eine schöne Runde zum Killen und wir haben auch noch ein bisschen was geholt, aber das scheint echt nicht das zu sein, wonach wir gesucht haben. Leider. Tja. Dogens Anliegen liegt östlich vom Gehöft. Ja, das wissen wir ja alles. Oder muss ich tatsächlich erstmal den Spitzel verfolgen? Ich weiß es nicht. Dass der mir vielleicht sagen kann, wo ich den Jungen dann finde. Ja, ich würde jetzt sagen, dumm gelaufen. Haben wir die Folge quasi mal für umsonst gemacht. Ich meine, gut, wir haben gesehen, wie wir noch ein paar Leute niedergemetzelt haben und so. Wir haben gesehen, wie das Ganze von hier aussieht. Aber, ja, mehr halt eben auch nicht. Kommt man hier noch rein? Nein, ich will zwar die ganzen Katzen streicheln, aber doch nicht jetzt. Tja, ehrlich gesagt, ich weiß es jetzt nicht so genau, wo ich jetzt hier überhaupt noch entlang soll. Wenn er mir mal einen neuen Hinweis geben sollte, dann werde ich euch auf jeden Fall hinzuschalten. Ich werde jetzt da hinten mal gucken, dass ich das, den Aussichtspunkt da noch freischalte. Das kann ich eigentlich mit euch zusammen eben mal schnell machen. Ansonsten weiß ich halt nicht, dass es Dogens Gehöft, ja. Das sind halt alles einfache Leute, keine Wachen. Kann ich auch nirgendwo rein. Tja. Und hier ist schon wieder die Stadt, also... Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das bereitet mir ein bisschen Kopfschmerzen gerade. Deswegen würde ich wirklich sagen, wir machen das jetzt mal eben schnell, dass wir da auf die Spitze klettern. Und och, wenn ich dann schon wieder so Wachen sehe hier, ne, dann kriegen wir Krise. Weil ich dann immer denke, hier kommt gleich wieder Sperrzone. Jetzt haben wir hier wieder sowas, wo du nicht hochkommst. Ne? Doch, jetzt kommst du hoch. Sehr schön. Nein, bleib doch da oben stehen. Hallo?
wichtiger Ort entdeckt. Aber das ist eher das hier, würde ich mal sagen. Hier unten, das hat er jetzt nicht freigelegt. Das ist nur von mir. Ja, historische Städte, da könnte ich dann auch nochmal rein theoretisch... Was ist denn das hier für ein Zeichen? Händlergruppe, ach so. Und das ist ein Rätsel. Ach, ich habe noch gar nicht gemerkt. Ich war mich die ganze Zeit am Fragen, was das eigentlich bedeutet hier mit diesen Karten. Das sind Rätsel, okay. Ja, aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt wirklich mal sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und dass ich dann, ich gehe mal eben in Fotomodus, damit der jetzt hier nicht runterspringt, dass ich dann in der nächsten Folge mal die andere Sache machen werde. Vielleicht können die mir dann einen Hinweis geben, wie gesagt, so dass ich, ja, dass ich dann eventuell was rausfinden kann, wo der Junge aufgehalten wird. Vielleicht ist er auch dann erst da freigeschaltet auf dem Gehöft und ich muss dann nochmal dahin und er sitzt dann da irgendwo oder so. Man weiß es nicht. Also ich würde auf jeden Fall sagen, ich mache in der nächsten Folge erstmal die andere Quest, den anderen Teil der Quest. Und ja, wir sehen uns dann dort wieder. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.